Hallo, mein Name ist Dieter Schaufler und ich freue mich, Sie hier im Namen der Österreichischen Gesellschaft für tiergestützte Therapie begrüßen zu dürfen. Ich darf mich als Präsident dieser Gesellschaft vorstellen und auch gleichzeitig als Lehrgangsleiter für die Ausbildung hier, die die Österreichische Gesellschaft für tiergestützte Therapie zertifiziert. Ich bin nun schon seit vielen Jahren wahrscheinlich einer der dienstältesten Menschen hier in Österreich, der in meinem Fall tiergestützte Medizin den Weg bereitet hat und muss dazu auch sagen, gelernt hat es mir damals mein Hund Bino, der sich plötzlich in irgendwelche psychotherapeutische Einheiten in meiner Ordination eingemischt hat. Ich damals noch mit schlechtem Gewissen, was macht denn um Gottes Willen dieser Hund hier? Und habe ihn dann immer Platz geschickt, bis ich irgendwann mal draufgekommen bin, Mensch, das ist ja nicht zufällig, was hier passiert, sondern der macht ja ganz was Besonderes hier. Und das war ein, ich sag's Ihnen, ein sehr, sehr, sehr langer Weg, bis ich selbst das mal begriffen habe, was denn mein Hund da tut und ihn dann auch begonnen habe, gezielt mit seinen feinen Sinnen in Therapie einzusetzen. Ja, das war mein Weg. Heute sehen Sie mich hier auf unserem Mauritiushof, na, dass es nur rausbringt, da wo meine Familie auch lebt, wo alle Lehrgänge stattfinden. Inmitten, Sie hören es, Gegackere, Gekrähe. Wir haben hier alle Tiere, glaube ich, die es gibt, bis auf im Moment noch Neuweltkamelien, also Lamas und Alpakas. Ansonsten haben wir wirklich von Rindern, Pferden, Ponys, Hühnern, Tauben, Enten, Gänsen, Meerschweinchen, Kaninchen, alles. Hunde natürlich, Hunde, wir haben 4 Hunde. Katzen, alles ist hier am Mauritiushof und dient mir und uns zur Arbeit und gleichzeitig hoffentlich auch bald Ihnen, um in den Lehrgängen zu lernen. Also das bin ich und ich hoffe, ich kann Sie bald hier bei uns am Mauritiushof in einem unserer Ausbildungslehrgänge begrüßen. Ciao!